will doch keine Ja-Sager-Frau. Ja. Lassen. Ninja zockt bei Minecraft Let's Play ein Mod bei. Hm. We will see. Was Skyfall ist. Was ist denn Skyfall? War das nicht so ein Free-to-Play-Shooter? Das ist doch ein James Bond-Film. Wollte ich auch gerade sagen. Hallo? Ein James Bond-Film auf jeden Fall. Läuft doch heute auf dem ZDF, im ZDF, wie auch immer. Kann man auf Twitch auch Serendipity folgen? Ja, du gibst einfach mal Ausrufezeichen Dual ein, dann kriegst du den Dual-Link und von Serendipity heißt sie auf Twitch. Einfach oben twitch.tv/von Serendipity eingeben. Dann ist bei dem Minecraft Let's Play kannst dir auch folgen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, von welcher Rede. Bob, möchtest du einen Kaffee haben? Darf ich den Kaffee anbieten? Ja, bitte. Stichwort Hitzo, bitte. Hirnschutz zockt. Bin so schraubfaul. Ach, Stichwort Hitzo, ja, kann ich machen. Was sind vier? Subnautica fand ich gut. Feuern. Spielt ihr nochmal alle Block and Load zusammen? Minjas, drück mal bitte E. Sehr gut. So, hab ich. Bei Minecraft gibt's auch Mods. Ich bevor jemand was sagt. Achso, ich soll Kaffee nehmen, wenn wir losspringen. So, jetzt erstmal Fragestunde beendet, weil ich muss jetzt erstmal hier sprinten. Gleich, Moment, wir brauchen noch einen Moment. Ihr braucht noch. Ja. Jetzt hab ich nichts zu essen, ich nehme mir mal. So. Ein Fleisch mit, dann stink ich zwar, aber ich nehme mir ein Fleisch mit. Ach nee, ich nehme die Dose mit, da oben. Ob ich noch Planet Explorers Folgen machen werde? Nein, ja, Moment nicht. Vielen Dank für dein Zuhören. Wie gesagt, die Projekte, die ich von denen aufgezählt habe, die sind erstmal aktuell. Und damit ab nächste Woche, Donnerstag, Freitag, wird HNZ1 kommen. Ende des Monats kommt noch GTA 5 im Multiplayer. Das wird bestimmt richtig cool. Dual ohne O bitte eingeben. Ausrufungszeichen D-U-A-L. seid ihr soweit, Jungs? Achso, wir können Tee mitnehmen. Ich bringe noch einen Kaffee, ich sage, wenn es losgeht. So. Sollen wir Tee mitnehmen? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, für jeden 3 Tee. Wenn Life is Futile sich so entwickelt, dass es performanter läuft und. Bob, sammel mal bitte ein. Dann können wir bestimmt mal wieder reingucken. Sehr gut. Minjas, du auch bitte? Dieses Thema, was du hast, ja. Schick mir das mal mit der PN mit diesem Intel Quicksync, bitte. Der Fironsys. Schick mir das einfach mal per PN hier auf Twitch oder per auf YouTube. Dann kann ich mir das mal angucken. Hinstatt 2 ist eigentlich Jackie. Jackie spielt Free Life. Der kann das ziemlich gut, da ist er groß drin. Der ist noch nicht so assimiliert von YouTube. Ja, Moment, können wir jetzt los? Die Schaufel muss ich nicht mitnehmen, die Stone Axe auch nicht. Wieso updatet man Anton nicht? Du musst Rechtsklick auf Anton machen in Steam, dann auf Eigenschaften, dann auf den Beta-Reiter und dort gibt es ein Passwort, was man eingeben kann in den Beta-Reiter. Und das steht immer in den News von Anton drin. Irgendwie Maple Leaf oder sowas. Ja, Operation Maple Leaf. Längeres Wort. Genau, und dann wird praktisch in den Beta-Reiter ein bisschen mehr freigeschaltet. Unter anderem nämlich auch die Experimental-Version. Und dann hast du die aktuelle Version von Anton. So Jungs, dann können wir. Kaffee trinken? Ja, ist nicht weit, aber wir können auch Kaffee trinken, ja klar. Nee, dann trinke ich keinen Kaffee. Komm, ich habe ja welchen, ist ja genug. Okay, Kaffee wir trinken Kaffee. Da. Okay, Kaffee für alle. Mal auf die Map? Nee, wir müssen in die Richtung. Einmal um den See sozusagen rum. Gahamut, vielen Dank für deinen Follow. Dual mit Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen. Ausrufungszeichen. Genau, da kam es jetzt unten schon von Serendipity. Am Ende ist Serendipitys Kanal. Bei mir bist du am Ende. Habt ihr mal WoT probiert? World of Tanks? Nein, das ist Bob sein Spiel. Bob hat World of Tanks gepachtet, da kann ich nicht eingreifen. Ist Fischi noch da? Fischi, ist dein Stuhl zusammengebaut? Der Rage Guard. Oder schon am Verzweifeln? Bob Rage. Rage Quit? Nee, Bob Rage. Rage Quit? Nee, Rage Quit ist. Hier, hallo. So, zu Subnautica. Ich finde Subnautica sehr gut, hat aber noch ein bisschen wenig Inhalt, um es wirklich zu Let's Playen. Ich finde es ein saugeiles Spiel, mir gefällt die Grafik und die Idee. Aber das soll es gewesen sein für Subnautica. Oh, du machst ein. Oh, da hinten ist ein Deer. Nein, Svoto werde ich nicht spielen und nein. Ich habe keinen guten Anturn-Server. Was ist dein Lieblingswort? Schwierig. Ja. Werde ich nochmal Block and Load streamen? Nein, hallo, vorerst Parapixt. Nicht. Und sorry, ich konnte leider nicht sehen, wer mich followt. Hallo. Und vielen Dank für deinen Follow. Block and Load streamen, das könnte ich mir schon vorstellen. Das könnte vielleicht passieren, ja. Aber erstmal so. So, und dann sind wir auch schon in der Stadt. Cool. Was gibt's ein jetzt hier? Ein Bauhaus zum Beispiel. Hast du schon gelootet? Ich müsste schon wieder Loot sein.
Ah ja, ich kann jetzt looten, ja. Also ich war auch noch nicht überall, ich war bis jetzt hier im Bauhaus und... Was ist ein Bauhaus für dich? Hättest... Ah, okay. Ja, ich sehe es. Sie meint den Working Store, den Tools. Ja. Sag ich doch. Ja, ja. Da gucken wir mal rein. Oh, hier knurrt was. Ja, das sind die Bewohner. Ah, ich habe den Hirsch erwischt. Komm ins große Haus hier rein. Freundlich aus. Ah, vorbei. Oh, Körpertreffer. Oh, ein Kinosaal, und? Sehr schön. Oh nein. Brauchen wir noch Ledersitze für zu Hause? Ja. Ja? Auf jeden Fall brauchen wir das noch. Ich nehme mal den Hirsch auseinander, auch wenn ich schon stinke. Nagelpistole, verdammte Hacke. Was ist dein Lieblingswort? Ich hab's doch gesagt, schwierig. Schwierig. Nicht Synapsenpower? Synapsen, doch, Synapsenpower, stimmt. Oh Gott, was ein Sound, ey. Welche Eier? Habe ich Eier in der Tasche? Ach, du hast mir eben Eier gegeben, ne? Die du Minjes abgenommen hast, ab als ja, geheiratet genau. Habt. Als wir geheiratet haben. Ja, ich habe Bücher. Möchte jemand Bücher haben? Ich guck jetzt mal, ich gehe jetzt durch den Bücherladen. Hm, war safe. Ey, bitte nicht immer die gleichen Fragen stellen, André Zockt. Ich hab's doch gerade beantwortet zu Subnautica. Ich habe gesagt, ich finde das Spiel nicht schlecht, ich finde es noch ein bisschen wenig Inhalt, aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil ich finde das Spiel echt klasse. Ich hab hier gefunden. Außerdem ist es eine Pre-Alpha, das darf man halt, man muss halt damit leben, dass solche Spiele noch nicht besonders weit sind und es kann ja nicht jedes Spiel wie Seven Days to Die sein. So, wo sind Bücher? Hier ich habe Bücher. Leather Training, Hunting Knife Book und Home Maintenance. Ja, ja. Give it to me, baby, give it to me. Wo ist ein Fischi? Fischi, sitzt dein Sitz schon? Ja, die Bücher kannst du lernen und zum Beispiel, wenn du, wie hieß es, Leather-Dings da, ne, Leather-Tanning? Genau, wenn du werde das ich jetzt lernen hast, und dann kann ich Lederklamotten Clawhammer. Zum Beispiel. Warte jetzt nochmal, also Black neues Rezept, HD. Clawhammer, das ist... Benimm dich bitte. Oh, Bob, was passiert? Ich muss bin rausgeflogen. Wir haben dich alle lieb. Bob, nicht! Kennst du Pietsmeet? Ja, natürlich kenne ich Pietsmeet. Die sind ja in meinem Netzwerk. Die sind ja praktisch meine Chefs, wenn du so willst, indirekt. Also nicht meine Chefs, kann man nicht sagen, aber die sind ja bei unserem Netzwerk mit beteiligt. Von daher, natürlich kenne ich die. Was halte ich von denen? Ich selber gucke kaum YouTube und auch die Piets nicht. Aber ich finde die Leute selber von Pete, die Jungs, finde ich auf jeden Fall nett. Also ich habe nur die ersten vier so kennengelernt. Irgendwas stimmt mit also, dem Buch. Fliegst du immer wieder raus? Stimmt mit dem Buch nicht. Bei einem Buch schlägt es mich die ganze Zeit raus. Ich kann euch gleich sagen, dann schmeiß es weg. Dann werf's weg. Wäre ja gemein, wenn es das Forgebook wäre, ne? Ja, das habe ich noch nicht. Ich brauche noch ein Forgebook. Nee, ihr habt doch nicht. Ich kann eine Forge herstellen. Hirnschutzzock, was ist das erste Let's Play, an das du dich erinnern kannst? Armer, definitiv Armer. Das ist jetzt eine gute Frage. Was meinst du, was ich geschaut habe oder was ich selber aufgenommen habe? Da müsste dann Ich glaube, hier gab es aber auch eine Bibliothek. Warte, hier in der Bibliothek? Wo ist denn Weiß die? Weiß ich nicht. Irgendwo bei dir, wo hier, du bist? Keine Ahnung. Ja, es ist ein Forgebook. Ich schmeiß es weg. Ah, das ist schlecht. Komm mal zu mir, werf es mir mal hin, bitte. Ich probiere das mal aus. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Disconnect kriege. Ich stehe hier vor der Bibliothek. Okay. Bin Dann komme ich zu dir. Ich war doch hier schon drin. Ach, hier. Ich habe die Bibliothek mit der Ledercouch verschlossen. Wie im wahren Leben. Wenn niemand rein soll, stellt man die Couch doch vor. Ich hatte keine. Hallo, Googler. Ich hatte weder eine Tür dabei. Bitte, bist du ja schon wieder raus. Bist du hier? Ja, ich fliege die ganze Zeit raus jetzt gerade momentan. So, hier, guck mal. Bin mal komplett neu gestartet. Aber trotz. Genau, mach mal komplett aus. So, jetzt. Nein.
Nein. Hier ist ein Forgebook drin. Hier okay. Oben. Moment, ich lerne nur kurz die anderen Bücher. 9mm Bullets. Pistols. Sehr geil. Das kann ich schon, das nehme ich Bob mit. Bob kommt nicht mehr rein. Und hier ist auch ein Forgebook. Das erste Let's Play, was ich aufgenommen habe, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das erste, wo ich meine ersten Schritte mitgemacht habe, das war, was, MacGyver Book? Ne, MacDiver Book. Mhm. Scrap Metal Crafting. Doch, das ist kein Scrap Metal Rüstung und sowas. Ah, okay, das kann sein, dass ich das noch nicht gesehen habe. Lordia, dir auch einen schönen Abend. Oh Mensch, Bob, was machst du denn, Hase? Ich habe kein Schwein gefunden. Die hatte ich schon, genau, ja. So. Jetzt lese ich kurz mal den Chat. Wer hat denn hier die Couch rumgedreht? Erstmal Bob. Irgendwas was ist mit Bob? Mit meinem Spiel nicht gut. Ich werfe mal das scheiß Buch weg. Vielleicht liegt es wirklich im Buch. Ja. Ne, es leckt brutal. Ne, es leckt nicht, aber es einfach stehen irgendwann und dann macht es schlupp und weg bin ich. Start mal die Kiste vielleicht neu. Oh, kommt hier rein, du hast ja Wipprechte und dann kommst du auch in den Kanal. Oh, der Bohrer ist aber echt schön leise geworden. Wenn ich das vergleiche zu früher, da konntest du nicht aufnehmen, wenn der... Scheint wieder gut zu sein. Sehr gut. Also hier gibt es da ein neues Fortspruch. Wo hast du das denn gefunden? Im Kino. Ah, okay. In einem Untouched Safe. Wall Safe. Ich hab noch Bücher für dich. Wir können ja mal probieren, ob du mit denen auch rausfliegst. Ja, es läuft wieder stabiler. Bin bis jetzt nicht mehr rausgeflogen. Okay, prima. Ich schau noch wegen Essen. So, jetzt lese ich mal kurz den Chat. Das erste Let's Play, was ich aufgenommen habe. Also ich habe mit Planet Side 2 begonnen, meinen ersten Schritt auf YouTube zu machen, weil da war eine YouTube-Aufnahmefunktion drin. Und so das erste richtige Let's Play, was ich finde, war damals Bastion. Ein geniales Spiel. Also wenn ihr ein tolles Spiel spielen wollt, kauft euch Bastion. Beziehungsweise könnte ich eigentlich mal verlosen. Ich glaube, ich habe das noch. Warum hast du mit YouTube angefangen? Das war wegen Planet Side. Okay. Wegen Geld, nur wegen der Kohle, genau. Wegen dem unermesslichen Reichtum. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Viel zu lange. Mhm. Ja, einige Jahre. Wir machen das jetzt ganz kurz. Wir beantworten die Frage jetzt nur ganz kurz. Genau. Forge-Bücher bitte an Valkyrie schicken. Genau. Warum hast du mit YouTube angefangen? Das hatten wir schon. Gibt es Mods im neuen Projekt? Das hat man auch schon beantwortet. Nein, hat man nicht beantwortet, aber ich kann mich nicht dazu äußern, sonst bin ich von Fischkopf gebannt. Warum hast du mit YouTube angefangen? Habe ich beantwortet. Du hattest schon mal das Projekt gestrandet. Ich wollte gerne wissen, ob man das auch machen kann, also spielen. Gestrandet war ja nichts anderes als Vanilla Minecraft und hatte einfach eine Story, dass man halt auf einer Insel gestrandet ist. Deswegen kann das jeder spielen. Also das ist einfach nur... Zweites, sind die selten? Ja. Nee, ja, die kommen in der Stadt kommen sie, oder im Bücherladen sind sie sehr häufig, ne? Jetzt hat's geklappt. Oh, meine ersten Eindrücke von dem Spiel Seven Days to Die. Ich glaube, ich war im ersten Moment überfordert. Oh, ist ein Safe. Ich mach mal ein Safe auf. Ach ja. Bastion ist schön, ja. Also, die Stimme des Erzählers ist der Hammer. Ich kann euch Bastion nur wärmstens ans Herz legen. Das ist ein klassisches Spiel mit einer fantastischen Story. Wir sind seit 2009 verheiratet. Ja, schon ein paar Jahre. Zum Hintergrund noch, dass du das auch erwähnt hast. Mhm. Oh, jetzt sind noch hier ein paar Bücher, die ich noch nicht hatte. Shotgun-Schüsse. Ich hab gar nicht gemerkt. Ja, gell? Das habe ich gemerkt, Pitti Platsch, junges Fräulein. Kriegst du noch eine, weil du es nicht wusstest. So. Bob, wir treffen uns vom Bücherladen. Datum weißt aber noch, ne? Oh. Natürlich. Ja, ich habe auch ein echt cleveres Datum gewählt, genau zwischen unserem Geburtstag. Na, wir haben das ja schon gemeinsam ausgesucht. Das sagt man dann so, wir haben es gemeinsam ausgesucht. So. Man muss Bob, es nur clever komm verpacken. Mal zu mir, ich habe eine Menge Bücher für dich. Ich habe aber auch schon viele Bücher gefunden. Wenn du drei Wünsche hättest, was würdest du wünschen? Dass jetzt geht ja und dann draußen ist. Ja, das wäre... Nicht? Gut, Entschuldigung. Wo bist du? Ich höre hier nur Sachen.
Wie ist es mit Fischi zu arbeiten? Was findest du schwierig an ihm? Ich finde Fischi nicht schwierig. Das sagt er jetzt. Nicht. Und abends, wenn wir zusammen im Bett liegen, da bin ich dann, eher schwierig. Ach, der Fischi wieder. Das ist so eine Nervbacke. Dass der keinen Ausknopf hat. Wieso sieht es bei den Büchern so aus, als würdest du trinken? Wo ist ja, wieso sieht das so aus? Weil das die Entwickler so gemacht haben. Track uns mal, so, track uns mal. Wir stehen direkt davor. Ach, ich bin raus vor dem Moment. Das muss die Fampen fahren, genau. So, können wir unser Inventar irgendwie miteinander kombinieren? James Schulte 256. Mach's gut, schönen Abend, schön, dass du dabei warst. Ich weiß nicht. Ich werf mir jetzt alles hin und du nimmst auf und dann wirfst du das hin, was du an... Oh, Fischi hat die Rückenlehne draufgekriegt. Das kann ich nicht einsammeln. Oh, das super. Musst du selber einsammeln. Ist Fischi wieder da? Hast du Brass? Warte. Ihr knautscht irgendwas. Nicht mehr. Brass. Lead Trophy. Scraplet. Nee, Brass habe ich nicht. Lass die Zombies in Ruhe. Ah, da kommt einer. Lass mich. Och. Das ist doch laut. Hier kommen doch gleich Zombies vorbei. Wir müssen jetzt auf Bob warten. Der muss Bücher lesen. Wo ist Bob? Da kommt Bob. Hallo. Bob? Hier, alle Bücher aufsammeln. Hast du Platz im Inventar? Ja. Jetzt muss ich mir nicht viermal das Ding geben. Nein, die stacken sich ja. Nimm sie einfach auf, die stacken ja. Das ist ja nicht schlimm. Fischi hat die Rückenlehne drauf. Sehr geil. Ja, mein Schuh ist leider ständig ausverkauft bei Need for Seed. Das ist wirklich ärgerlich. Ich könnte mit blauer Rücken oder schwarz-blauer Rückenlehne nehmen. Need for Seed. Ja. Da bin ich ja jetzt schon ein bisschen neidisch. Wobei, ich passe da eh nicht rein. Ich auch. Ich bin viel zu kurz für diese blöden Stühle. Du hast da einen schönen Stuhl, Markus. Wenn ihr einen sportlichen Stuhl haben wollt, nehmen. Wie sagt man das? Frau oder YouTube? Bist du wahnsinnig? YouTube. Entschuldigung, Mann. Nein. Du hast eine Mütze an, gell? Ja. Ich hab. Nee, ich bin mit Klatze. Ey! Aua! Wer schlägt denn hier wo? Hier, ich glaube, hier in der Hütte war ich noch nicht. Okay, Gefahr gebannt. Huch, jetzt habe ich meinen Sniper weggeschmissen vor lauter Schreck. Bist du auch von dem Spiel Starforge enttäuscht? Auf jeden Fall. Das hat so gut angefangen, aber dass sie dann die Wollen Entwicklung einstellen. Wollen wir mal hier reingehen? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. So, und da sind auch Zombies drin. Ja, das hört man, ja. Hast du eine Axt? Weil ich habe keine. Ich kann aber die Armbrust in Anschlag nehmen, ich falls einer kommt. Oh, hier ist noch jemand. So einen Hammer geben. So einen Gletscher. Den hab ich. Ich helf dir. Warte mal, ich hab was. Wo ist es denn? Ob ich auf Trapland vorbei? Nee, ich spiele ja keinen Anturn. Warum soll ich da jetzt, also Moment, nicht? Ich glaube, die sind oben. Wo ist er? Wollen wir nachgucken? Auf dem Dach? Könnte gut sein, aber... Ah, die hält die wieder so komisch. Problem gelöst. Gefahr erkannt. Nein, Gefahr das gebannt. Ist eine Random World und mit Seed halt, ne? Könnt ihr mit Facecam die Streams machen? Also, ich habe auch schon Facecam angehabt. Ich habe mich jetzt heute entschieden, dass ich es nicht anmache. Hier ist ein Urban Combat Book drin. Falls es noch jemand braucht. Okay, lass mal, ich gucke mal, ob ich kann. Sollst mal bitte was trinken und essen. Ich glaube, ich kann das. Tja, Essen ist schwierig, habe ich nichts dabei, aber trinken kann ich, ja. Okay, dann kommen Sie mal mit. Hast Wir du jetzt was in dem Ach so. In der einen Hütte, sag mal schnell in dem Bauhaus. Hier ist ein Splint drin, den kannst du dir aus diesem Krankenkasten da holen, wie heißt denn der? Aus dem Aber wozu soll ich einen Splint, den kann ich doch ruckzuck selber machen, das nimmt doch nur Platz weg. Ja, gut. Ich habe ja außerdem keine gebrochenen Beine ausnahmsweise. Wow. Nee, der war mal, der muss nicht rein, da sind wir doch schon drin. Ach so. Okay, ja, natürlich, also. Da geht's hoch auf den. Mann, jetzt hab ich dich erschreckt, weil du vor mir die Dings runter bist, die Treppe. Ah, hier sind sie.
Ups, Lalo ich glaube, ich habe nach Facebook offen. Bei mir blinkt es. Wo will die hin? Oh, vorbei. Ach, nett. Die Arme. So, komm mal mit. Wir gehen nochmal ins Bauhaus. Da habe ich einen Steinkreis liegen. Ein Steinkreis. Das heißt Feuer. Das war mit Steinkreis. Ist Bob noch da? Bob ist noch da, Bob ist konzentriert, Bob ist am Arbeiten. Okay. Ach, guck mal, da sind ganz viele Zombies. Ich glaube, da ist nur eine Mini-Horde. Wo? Oh. Ja. Dann klären wir das doch. Ach, vorbei. Oh, eine Axt wäre toll gewesen, ey. Lass mich doch. Oh, shit. Ja, was ist denn da los? Warum krieg ich den nicht? Geht doch. Mhm. Ich lasse dich meinem Glauben. Komm. Hey. Ja, komm. Hast du eine Konsole? Wenn ja, welche? Ja, ich habe eine Wii U. Und ein Nintendo DS XL. Ne, wie heißt der? 3DS rum. Wo bist du? Im Bauhaus. Hast du einen Stock? Bin ich. Hinten in dem großen Lager bin ich. Ah ja. Ja, hab ich. Dann leg den mal bitte da rein. Hast du? Hab ich auch. Ja. Die Kisten sind alle gelootet, oder? Hier. Ja. So, da ist dann gleich Chat, wenn es denn drin. Wie lange geht der Stream noch? Wie haben wir denn? Wo ich wohne. Also bis um, ich sag mal bis um maximal 10, nee, aber das ist so wirklich das Allerspäteste. Wie spät haben wir es denn? Wir haben halb 9. Eine halbe Stunde streamen wir. Okay, habt ihr gehört? Mm. Kann man eine Uptime eingehen und sehen, wie lange das streamen? Ich werde nur bis 9 streamen. Du kannst natürlich gerne noch länger streamen, wenn du das möchtest, aber ich nicht, weil ich muss noch ein bisschen was für morgen erledigen. Und da kann ich leider nicht länger. Wie gefällt dir das Jahr 2015? Hat er gerade erst angefangen. Das Andi, vielen Dank für dein Follow. Fleisch oder Salat, wenn ich mir entscheiden müsste. Jetzt auch die falsche Schrauben. Was hat er geschrieben? Jetzt auch noch falsche. Ich glaube, hau gerade auf die Tastatur. Schrauben. Annehmübe. So, Herr Minjas. Ein Retron 5 zu kaufen. Wo bist du hin? Nee. Ich bin in der... Ach, da oben stehst du, ja. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Fischkopf rastet aus, ja, das kann ich glauben. So, hier zwei Fleisch für dich. Ja, du darfst eine Freundschaftsanfrage schicken. Einfach an Minjas, wie du schon gerade geschrieben Fleisch hast. Zwei Fleisch liegen auf dem Boden, sammel mal ein. Achso, MINYS. Einfach eine Freundschaftsanfrage, ich nehme dich dann an und dann können wir demnächst Mario Kart gegeneinander spielen. Schatzi, wo bist du? In einem Haus dann. Okay. Wollte ein bisschen looten gehen, aber es gestaltet sich schwierig. Ich komm zu dir, ich bring dir was zu essen. Lass mich alleine. Uptime. Und wo ist was mit dem Nightbot los? Kapott? Fischi, Verwarnung wegen Cups. Falsche Hütte. Endsturz, was erhoffst du dir von HNZ1? Spielspaß. Nee, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich finde halt, was ich gesehen habe im Livestream, wir haben uns letztens drüber unterhalten, Kokain und ich, die haben da wirklich sehr, 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 sehr viel reingepackt und das sieht richtig gut aus. Also das, was ich in den Livestreams gesehen habe. Also die haben ja Winter- und Sommerzeit, die haben ja... Kokain, du hast einen aktuelleren Stream gesehen als ich, wa? Du hast irgendwas erzählt. Ich erzähl viel. Ich glaube, hier ist ein Kotzer, kann das sein? Das ist ein Leiche da oben. Hey, du hast doch irgendwie einen aktuellen Stream gesehen, hast du erzählt. Ja. Nee. Was ist dir da so als Besonderes aufgefallen? Es ist ein Zombie-Spiel, in erster Linie mal. Und man kann mit anderen spielen. Oh mein Gott. Was denn? Habe ich dich erschreckt? Dachte schon, was schießt jetzt hinter mir? Bob, sammel mal bitte ein. Ich habe dir Fleisch dahin gelegt. Wo bekommt man die Gaming-Stühle her? Die Gaming-Stühle bekommt man bei Need for Seed. Einfach mal googeln. Da siehst du dann auch die Preise, die kosten unterschiedlich viel. So
Zwischen 250 und 350 Euro oder so, glaube ich, sogar noch teurere. Aber die sind auch sehr gut. Das sind wie Autositze. Wir haben auf dem Ubisoft-Event haben wir da drauf gesessen. Das sind wirklich sehr gemütlich. Also wenn man das Geld hat, und wenn man ein bisschen guckt man sich da, glaube ich, was mit Gutes. Als ich, dann kann man die auch kaufen. Genau, kann man drauf, ja, genau. Mit 1,58 gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Ja. Guten Tag. Kreischer. Kreischer, ich habe gehört. Ich guck mal nach. Wo ist der denn? Keine Ahnung, draußen. Wie lange werden wir ungefähr streamen? Also, Sendipti hat gesagt, wir streamen bis 9. Wie lange du streamst, weiß ich nicht. Ich streame bis 9. Genau, wieso ging die eben Uptime nicht? Oder ging das, habe ich es übersehen? Wo war denn der Kreischer? Hörst du den noch? Ich höre ihn nicht. Mm-mm, doch. Ach. Hm. Ich höre nichts mehr, ist alles ruhig. Wollen wir zurückrennen? Können wir gerne machen, ja. Zu der Hütte? Ich meine, soweit sind wir. Ich weiß nicht, wir sind nicht komplett durch. Durch sind wir nicht, nee. Was habe ich denn da gerade gekriegt? Irgendwas habe ich da eben eingesammelt, sah so golden aus. Ah, Bier! Ja. Yeah. I've got a beer. Hier habe ich auch im... Bob, du hast das Forgebook, konntest du lernen? Ja, habe ich. Konnte ich. Ich mache ich. Hier habe ich auch im Essensschrank bei mir. Also in dieser Kiste, wo das Essen drin ist. 1,58 Meter groß Standgebläse. Ja, hast du das eben gesagt? Nee, oder schreibt Dave, der King, das von alleine? Das von alleine, das habe ich nicht gesagt. Also wenn es die Frau sagt, dann ist es okay. Aber wenn du damit anfängst, finde ich das nicht okay. Das ist halt so, ne? Nightbot ist tot. Der Nightbot scheint echt tot zu sein. Was ist denn da los? Jungs, Bob ist noch da, probiert's gar nicht. Da laufe ich alleine. Nee, aber da oben ist der Nightbot. Multitwitch hat er ja angezeigt. Das kann ja eigentlich nicht sein. Uptime, wieso geht denn die Uptime nicht mehr? Cocaine spielt nicht mit und ist Gast bei uns im Teamspeak. Ist er überhaupt noch da? Genau. Ja. Der sagt nichts mehr. Ja. Oder ist er eingeschlafen? Nein, ich bin doch da. Ich weiß, ich habe dich doch gehört. Mann, lass mich dich doch mal so ein bisschen... Fischkopf, häng dich mal mit ins TS, auch wenn du... Ich glaube, Fischkopf will jetzt nicht ins TS. Fischkopf will in Rage gehen. Warum habe ich das Fische? Jetzt in diesem Augenblick ins TS kommt. Nee. Drücke nicht den roten Button. So, seid ihr jetzt unterwegs oder seid ihr noch in der Stadt? Nee, ich bin noch in der Stadt. Also ich bin noch in der Stadt. Ein hier war ich doch eben. So. Da habe ich noch was zu essen, das zähle ich mir jetzt rein. Wer wurde ermordet? Wo ist die Dose? Ach, der Kokain. Mhm, nee. Okay, es waren doch die richtigen Schrauben. Ist ja spannender als ein Hörbuch beim Fischkopf. So, ich renne jetzt zurück. Was denn das mit Schrauben und ich verstehe das nicht. Ich hatte. Der baut einen Stuhl zusammen. Der hat sich doch den Need for Seed Stuhl bestellt. Zusammenbauen. Oh mein Gott. Was war denn das eben? Hat doch gerade ein Schwein geschrien. Ist gestorben. Zombie. Achso. Bei mir war ein Schwein? Ich habe angehört wie ein normaler Zombie. Ich habe nichts gehört. Nee. Fischi hat keinen Stuhl. Unter der Wii U, wie man nicht finden kann. Ich habe den Stuhl von Ikea. Genau. Den habe ich zusammengebaut. Das ging relativ gut. Schul Markus, kann ich euch empfehlen. Der kostet regulär 149 Euro, haben wir für 119 gekauft. Durch Zufall war das an der Kasse irgendwie billiger. Benni, vielen Dank für dein Follow. Und so, unter welchen Namen kann man dich in der Wii U finden? Unter Minjas, M-I-N, Martha Ida Nordpol, Y Anton Siegfried. Minjas, M-I-N-Y-A-S. Da einfach eine Anfrage hinsenden. Ein Typ mit Brille und Schnauzer und Kinnbart. Findest du schon. Was ist eigentlich mit Space Engineers? Da musst du dir die letzte Folge angucken, dann erfährst du das. Hier ist gerade ein Schwein verreckt oder so. Wo ist es Space denn? Engineers haben wir eingestellt vorerst. Erkläre ich aber alles auch in der Folge. Zusammen mit dem Liquid Duck. Leute, wir haben 20 nach 6. Seid ihr unterwegs? Nein. Wie gesagt, wer einen günstigen, guten Stuhl haben will, Ikea Stuhl Markus.
Es war nicht höhenverstellbare Lehnen und so ein Kram, aber der hat man sitzt sehr gut drauf. Serendipity hat das ja, zumindest so also bestätigt. Soweit ich weiß, gibt es keine Silencer für die Sniper, aber es wäre schön, wenn die Funnies das mal einführen würden. Ja, Silencer wären super im Spiel. Was jetzt? Markus aus Ikea? Markus genau. Aus Ikea. Genau. Ich der Stuhl sitze Markus auf ist. Markus. Guck einfach mal Ikea, Stuhl Markus. Der Tippi sitzt auf Markus. Oh, das hört sich schwierig an. Ja, ich sitze auf Markus.